In diesem Video möchte ich euch meine Erfahrung zum Fitbit Ultra Schrittzähler wiedergeben. Ich besitze den Tracker seit circa einem Monat und gehe mit ihm durchs Leben und ich denke, ich bin bereit für ein Review und das möchte ich euch jetzt hier geben. Der Tracker, der dürfte theoretisch bekannt sein. Ich gehe davon aus, dass ihr euch das Video anschaut, um wirklich zu überlegen, ist es sinnvoll oder ist es nicht. Der Tracker selber hat eine kleine LED-Anzeige und da hat man die Schritte, die Entfernung, Kalorien, die man am Tag verbraucht hat, die Stockwerke, die man gelaufen hat und eine Blume. Und das ist so ein genereller Indikator für Aktivität. Ist sie größer, dann ist man gerade aktiv. Ist sie, ja, wächst sie oder schrumpft sie zusammen und wird kleiner, dann ist man nicht so aktiv. Das macht dann, schaut dann immer so die Zeit von der letzten Stunde an. Dieser Tracker kommt mit dieser kleinen Docking Station. Darüber wird dieser Tracker geladen, hat eine Akkulaufzeit von 4 Tagen. Und man kann darüber ihn synken oder ein Firmware-Update machen. Generell muss man aber nicht unbedingt diesen Tracker anstecken, um zu synken, denn hier ist irgendwie ein Funkmodul drin, der unterhält sich mit diesem Tracker in den 5 Meter Abstand. Und da man eh einmal am Tag an den Rechner geht, synchronisiert sich das automatisch. Der Tracker selber wird an Hosenbund oder ja am BH fixiert, also hier in die Mitte sozusagen vom Ausschnitt gesteckt für die Frauen, und ist selber eine kleine Klammer. Sieht man hier für kleine Sachen überhaupt kein Problem, also für dünne Anziehsachen. Hat man aber jetzt irgendwie eine Trainingshose mit Gürtel oder sowas, dann ist dieser Halter noch mit dabei. Da schiebt man von oben den Tracker rein und dann kann man auch laufen und ist sich in beiden Varianten effektiv sicher, dass das Ding nicht rausrutscht. Also das ist wirklich stabil, man verliert dieses Ding nicht. Der Tracker selber ist spritzwassergeschützt. Dürfte also kein Problem sein, wenn man jetzt besonders viel schwitzt, aber für Wassersportarten ist es nicht so geeignet. Der Tracker, was unterscheidet ihn von der Konkurrenz? Ja, der Unterschied ist eigentlich die Synchronisation und das Online-Portal. Das sieht man hier, man hat hier ein Dashboard und hat dann direkt so seine Übersicht, wie viel Weg man zurückgelegt hat, wie viel Stockwerke man zurückgelegt hat, welche Entfernung, wie viel Kalorien man verbrannt hat. Schritte sind absolut kein Problem, das ist wirklich sehr genau, muss ich wirklich sagen. Aber die Stockwerke, da vergisst man manchmal eins, das ist nicht so genau. Hier an der Seite steht dann auch, wann ich zuletzt synchronisiert habe und welche Akkuleistung er hat. Das funktioniert ebenfalls. Am Anfang habe ich mir so ein Ziel gelegt, wie viel ich abnehmen möchte. Da hat es mir 3 bis 4 verschiedene Varianten dieser Abnehmkur vorgeschlagen. Eben ein harter Weg, da muss man am Tag so 1000 Kalorien Defizit haben. Mittelleichten oder einen ganz leichten. Und ich habe mich für den mittleren entschieden. Ich brauche 500 Kalorien Defizit. Und deswegen zeigt es mir das immer hier so urartig an, wo ich gerade stehe. Wie berechnet das die Kalorien? Ganz einfach. Nämlich, es gibt auch noch diese Funktion Lebensmittel aufzeichnen. Und da gibt es eine große Lebensmitteldatenbank, die leider zurzeit nur in Englisch ist. Und da kann ich das direkt hineinschreiben und Kalorien. Da sind eigentlich viele Produkte vorhanden. Hier sieht man das mal. Also ich habe heute früh einen Cappuccino getrunken und eine Eierschecke ein Stück gegessen. Und da steht genau, wie viel Kalorien ich habe. Und diese Zahl summiert es und rechnet das sozusagen dagegen, gegen die Werte vom Tracker. Und somit kommt dann am Ende am Tag so ein Defizit oder ein Überschuss an Kalorien raus. Also es sagt mir immer, ob ich hier im roten oder im grünen Bereich bin. Und ihr seht, es ist bei mir alles noch vollkommen okay. Ich bin heute früh laufen gewesen, deswegen habe ich auch schon etwas mehr Kalorien heute auf meinem Konto und könnte noch das eine oder andere Bier trinken. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, dass ich mein Gewicht einspeise. Ich habe ja, mein Ziel ist von ca. 86 auf 79 Kilo zu kommen und es zeigt mir immer, in welchem Bereich ich bin. Plan, Zusammenfassung und mein aktuelles Gewicht sozusagen. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich muss wirklich sagen, innerhalb von 4 Wochen habe ich jetzt schon 5 Kilo verloren. Und für mich als wenig Sportler ist es echt ein Anreiz. Also ich bin so ein Typ, ich sag mir, oh Mann, Sport ist anstrengend und mich kriegt wenige Leute raus und der Fitbit hat das geschafft. Dazu kann man noch den Fitbit auch an der Nacht ums Armband nehmen und als Sleep Tracker, also Schlafphasen Tracker nehmen. Muss ich aber sagen, ist ein bisschen sinnlos, weil nur die Bewegung als Indikator, ob man gut oder lang oder schlecht geschlafen hat, das ist absolut zu wenig. Da braucht man schon mehr. Und da komme ich auch mal zu meinem anderen Kritikpunkt. Jeder Mensch verbrennt anders. Und theoretisch müsste der Tracker neben den Schritten auch die Herzfrequenz mit aufnehmen. Weil in einem gewissen
Herzpuls, verbrenne ich besser meine Kalorien. Und da muss ich sagen, da ist der Tracker einfach noch nicht so ausgereift. Also da müsste noch eine kleine Diode dazukommen, die ich mir dann ums Handgelenk nehme oder ans Ohr klippe oder Brustgurt. Ja, das ist das, was dann am praktischsten ist, damit man das mittrackt. Weiterhin ist es so, dass diese Lebensmitteldatenbank leider nur in Englisch vorhanden ist. Es gibt mittlerweile viele deutsche Einträge von irgendwelchen Leuten, die ebenfalls hier selber ein Produkt hinzugefügt haben, was nicht in der Datenbank war im Englischen. Aber das finde ich ein bisschen schade. Da hat die Fitbit-Organisation schon mehrfach gesagt, dass eigentlich schon laut im Juni die Datenbank online sein soll, dann im Juli und jetzt ist offiziell, glaube ich, der Start im September gedacht. Warum eine deutsche Datenbank? Ja, weil es manche Produkte in Deutschland gibt, die gibt es in Amerika nicht und umgedreht. Also da ist es schon praktisch, wenn man dann einfach zum Beispiel den Joghurt mit der Ecke von Müller hier drin findet, wenn man den gerade isst. Das muss man dann nicht immer so manuell eingeben. Was aber schön ist, wenn man einmal ein manuelles Produkt eingegeben hat, findet man das bei der nächsten Verspeisen oder Aufzeichnen wieder. Also es ist nicht gelöscht, sondern man füttert die Datenbank. Ich komme mal weiter zu diesem Online-Board. Also hier seht ihr, Aktivitäten kann ich auch extra hinzufügen. Zum Beispiel, wenn ich nicht laufe, sondern Auto oder Fahrrad fahre, ist es wichtig, dass ich auf mein Smartphone-App oder auf der Web-Oberfläche das angebe oder auf den Tracker das abstoppe. Also es gibt da auch eine Stoppfunktion, die nutze ich einmal für den Schlaf, aber auch für andere Aktivitäten. Denn wenn ich jetzt mit einem Auto über eine Pflasterstraße fahre oder mit meinem Dirtbike einen Berg runter, dann trackt das einfach übelst viel Schritte. Und da muss ich auch sagen, das ist ein bisschen blöd gelöst, denn ich will nicht im Nachhinein immer noch diese Aktivitäten hinzufügen. Ich würde mir wünschen, dass der Tracker einfach das pausiert, sobald ich 5 Schritte die Sekunde mache. Weil in der Sekunde 5 Schritte, das schafft kein Mensch. Und dann muss er irgendwie merken, aha, hier sitzt jemand im Zug, in der Straßenbahn oder in einem Gefährt oder in einem Auto. Das fände ich auch sehr wichtig. Generell kann ich hier noch Tagebuch anfügen, meinen Schlaf tracken. Oder mein Gewicht kann ich hier sehen. Also da kann ich mal hier so euch das zeigen. Das ist eigentlich auch ganz schön. Und da muss man natürlich sagen, das mit dem Gewicht, das ist natürlich nicht ganz uneigennützig, denn Fitbit verkauft auch noch gleichzeitig eine WLAN-Waage, die ebenfalls dann hier mit rein synchronisiert. Und da muss man dann eben sehen, ob das so sinnvoll ist, so eine WLAN-Waage. Kostet auch wieder 100 Euro. Also ich weiß nicht wirklich, ob das überteuert ist. Man kann auch jede andere Waage nehmen, die Fett und also Körperfett und Gewicht aufzeichnet, dann das manuell übertragen, weil man muss ja nicht jeden Tag so in Messpoint hier reinlegen. Was gibt es noch? Blutdruck und Blutzucker. Da muss man sagen, das ist ja ganz interessant für Leute, die noch mehr Geräte haben zur Analyse. Also man merkt, diese App oder dieses Gerät, der kleine Tracker und die Online-Datenbank und das Smartphone-App, was es auf dem iPhone und Android gibt, das ist echt eine echt schöne, ja, schöne Alternative mit. Also das passt alles zusammen und man hat ein echt schönes Monitoring von seinem Körper. Und gerade für mich als Mann ist das interessant. Ich mag Autos, da sind viele Anzeigen, wie schnell ich bin, wie ist der Öldruck. Und irgendwie ist das so mein Körpercockpit geworden. Also ich schaue rein und sehe einfach, wer angespornt durch dieses kleine, durch die kleinen Spielereien nebenbei, die nicht wichtig sind, aber doch irgendwie schön. Spielereien meine ich zum Beispiel diese Aktivitätsanzeigen, also wie viele Stockwerke ich gelaufen bin, welche Erfolge ich habe, meine gesamten Möglichkeiten. Dann noch kann ich auch weiterhin ja, hier vergleichen, wie es meinen Freunden geht. Aber da habe ich leider keinen Freund, der so ein Nerd ist wie ich, der sich mit mir vergleicht. Und genau, das finde ich nicht so schön. Ich komme nochmal zu ein paar Nachteilen. Es gibt eine iPhone- und Android-App, die funktioniert, aber ist irgendwie rudimentär. Das Synken funktioniert nicht immer. Das finde ich echt schade, weil gerade durch das Aufzeichnen der Lebensmittel wird eigentlich der Funktionsumfang des Fitbit-Trackers komplett aufgewertet. Und da muss ich sagen, das ist kacke, wenn du mal dann unterwegs bist und plötzlich synchronisiert das Teil nicht mehr. Denn ich weiß nicht mehr, was ich vor 2 Tagen gegessen habe. Daher würde ich sagen, hier muss Fitbit unbedingt noch nachrüsten. Und ich habe noch einige andere Vorteile und Nachteile dieses Trackers aufgezählt. Und die findet ihr unten im Video auf den Link. In meinem Blog findet ihr das, das ist hier. Da seht ihr wirklich eine Liste mit Vor- und Nachteilen. Da ist ja nochmal ein Video gestellt, was es ist. Ich möchte nun zu meinem Schlussfazit kommen. Ich selber bin begeistert vom Fitbit. In der Hinsicht, dass es mich wirklich motiviert hat, als
fauler Schreibtischsitzer rauszugehen und mein Ziel, was ich mich schon länger gesteckt habe, nämlich abzunehmen, einen normalen BMI zu bekommen, durchzusetzen. Meine Frau hat das nicht geschafft in 2 Jahren und ja, mein eigener Ego hat es auch nicht geschafft. Aber mit Fitbit habe ich das wirklich geschafft. Das Gerät ist klein und schön und es ist ausgereift. Und es funktioniert auch für mich. Ich habe Englischkenntnisse, deswegen ist die englische Datenbank überhaupt kein Problem für mich. Und das ist echt super. Deswegen würde ich dahingehend eine Note 2 geben. Warum eine Note 2? Einfach weil Fitbit selber noch nicht so ganz ausgereift ist. Also die Software dahinter. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Entwickler einfach nur ihr Geld über das Fitbit reinhaben wollen und dass sie sich beim Europastart einfach nur einen neuen Markt erhofft haben, ohne wirklich zu wissen, dass die jetzt noch mehr Nutzer haben, dass es da zu Sync-Problemen oder zu Überlastungen kommen kann, beziehungsweise, dass einfach auch eine Lebensmitteldatenbank in der Landessprache vorhanden sein muss. Ich will gar nicht warten, wissen, wie lange jetzt die Franzosen oder sowas auf diese Datenbank warten. Es ist irgendwie jedenfalls bescheiden, dass das nicht gemacht wurde. Das ist der einzigste Nachteil. Ansonsten kann man wirklich sagen, dieses Gerät ist ein Kauf wert und es lohnt sich. Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt, geht auf meinen Blog. Da findet ihr nochmal Pro und Kontras von diesem Gerät. In allgemeiner Beschreibung, wie Fitbit funktioniert, wie es synchronisiert. Und hier habt ihr 10 bis 12 Argumente für und gegen das Gerät. Und nochmal ein geschriebenes Fazit von mir. Ansonsten habt ihr unten den Link zu Amazon für das Gerät und zu meinem Blog. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao.